Okay, da mal 1 betätigt, dann da die 2 betätigt. Keine Ahnung. Bumm, 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 rennen. Jawohl. Dann da unten gibt's meiner Meinung nach gar nichts, außer das ist jetzt das Gaso-Game. Nein, ist es nicht. Brauche ich da vielleicht dann noch einen Behälter vor, bevor ich überhaupt Gaso-Game mir holen kann? Habe ich irgendwas schon wieder übersehen? Oh Gott, die Perspektive macht mir noch komplett wahnsinnig. Was? Wo muss ich denn jetzt hin? Ich will da vermutlich rauf. Wie komme ich da hin? Verstehe jetzt nicht. Verstehe gerade überhaupt nicht. Hä? Was? Ich kapier's nicht. Ich will da rauf. Damit ich da rauf will, will ich vermutlich da rauf zu den Bäckchen. Und damit ich zu den Bäckchen komme, muss ich entlang von diesen Gaspipelines da rennen. Also da hinten, Moment, ist das da vielleicht ein Tunnel, wo ich reinlaufen kann? Na? Ist es nicht. Das ist eine Plattform. Die da. Na? Die da. Na? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich gerade machen soll. Irgendwie hänge ich. Was gibt's da? Da gibt's nix. Was mich wundert, da unten kann ich her, aber was bringt man das? Da kann ich nichts machen. Kann ich weder springen oder den Tank da irgendwie betätigen? No idea! Da oben bringt man das alles nichts. Weil vielleicht, keine Ahnung, vielleicht nochmal hinten an den Dingern da drehen. Vielleicht habe ich da was falsch betätigt. Moment, jetzt drehen wir nochmal das. So, was bewirkt jetzt das? Dadurch ist da unten dann einfach der Dampf. Okay. Okay. Keine Ahnung, war. Bringt jetzt meiner Meinung nach gar nichts da. Das Rad da hinten, dann das da nochmal aktivieren. Jetzt hat man wieder die Ausgangsposition. Hat absolut nichts geändert, oder? Verstehe nicht. Was? Was die offensichtlich offene Stelle. Ah, okay, passt. Danke für den Tipp. Na, ich hab's nicht gesehen, muss ich sagen. Das ist für mich absolut nichts Offensichtliches. Sowas erkenne ich nicht. Dann betätigen wir jetzt doch noch einmal beide Räder. Okay, aber danke für den Hinweis. Ich hab's gesehen. Also da unten. Da, wo der Dampf rausgeht. Ah, deswegen ist auch der Dampf da. Da kann man da durchgehen. Okay. So, kann ich da das... Ah, ich kann tatsächlich da was aufheben. Na, jetzt komme ich nicht mehr hoch, oder? Woll, komm ich, nice. Okay, das füllt Mana auf. Was soll das überhaupt sein? Das füllt Leben auf. Und das gibt uns sogar ein Kleeblatt. Awesome. Okay, das hilft uns jetzt aber nicht wirklich weiter. Das bringt uns eigentlich nur, dass wir uns schön aufgefüllt haben. Das ist einmal so sehr gut. Danke für den Tipp. Habe ich nämlich echt überhaupt nichts gesehen. Dann da wieder raus. Und damit sind wir wieder vom gleichen Problem. Und zwar da. Was sollen wir hier tun? Bin ich in dem Raum überhaupt richtig? Woll. Ich muss nachlesen. Vorbeilaufen. Okay. Da ist auch ein Durchgang. Neben dem fetten Behälter. Wo die blauen Striche sind, ist ein Aufzug. Das da, oder was? Ah, okay, danke. Oh Gott, jetzt gerade ein Ball. Boah, über die Bande! Hab ihn erwischt. Wie dreist von mir. Okay, danke. Das hätte aber nie im Leben weiter drauf kommen, dass da. Warum attackiert er mich überhaupt nicht? Und warum bin ich so gacke im Ball werfen? Ha! Nie im Leben hätte ich das entdeckt, dass das ein Fahrstuhl sein soll. Krass.
Okay, danke. Danke, danke, damit kommen wir weiter. Okay. Ich tue immer nur gern zuerst selber ein bisschen nachschauen und erst dann den Chat lesen. Wenn ihr dann quasi mich gar nicht mehr auskennt, dann lese ich mal gern im Chat nach. So, komme ich jetzt darauf? Na, komme ich gar nicht drauf. Das heißt, muss ich jetzt da schon durch? Nö. Meiner Meinung nach wäre das da wieder ein Schlüssel zum Holen. Und. Aber da kommt man nicht drauf. Kann ich durchkriechen? Na, kann ich mit normal irgendwas betätigen? Nö. Aber wir könnten jetzt eigentlich theoretisch da auf die andere Seite rüberspringen, oder? Oh Gott! Wir könnten, wenn wir nicht zu so dämlich dafür wären. Dann würden wir das hinkriegen. So, noch einmal. So. Und. Wuhu! Okay, geht sich aus. So, in die Bäckchen darf ich vermutlich nicht fallen. Und das sind jetzt einfach so Dampfrätsel. Die sind jetzt meiner Meinung nach nicht extrem schwierig, wenn Twinsen nicht gerade hängen bleibt. Das sind wirklich einfach nur zum Durchrennen. Okay, das ist da jetzt ein bisschen kniffliger. Speichern wir mal zur Sicherheit ab. Okay. Dampf, 1, 2, Dampf. Dampf, 1, 2, Dampf und springen, na. Na, jawohl, nur einmal getroffen worden, das war sehr gut. Wie viel Schaden macht der Dampf? Ich glaube nicht allzu viel. Das passt also auf jeden Fall. Oh, da, Moment, Schlüssel. Ja, und ich glaube, können wir da. Jawohl, wir können da hochspringen, dadurch müssen wir da nicht mehr durch den Dampfweg. Retour und kommen in Raum Nummer 3. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sollte mit dem Ball eliminieren. Ja, eliminieren wir mit dem Ball. Es ist immer besser, die Leute mit dem Ball zu eliminieren, eigentlich ist wie im Nahkampf. Ich meine, Nahkampf ist nicht schlecht oder der aggressive Modus, wenn man irgendwie, wenn die Gegner direkt vor einem stehen und denen nur Schaden davon nehmen. Also sobald sie eigentlich nicht mehr Schaden davon nehmen, oder wenn sie eben nicht im Nahkampf sind, dann bringt meiner Meinung nach der aggressive Modus nahezu nichts. So, da in der Mitte geht nie der Dampf hoch. Da habe ich relativ lang Zeit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Na, das hat es mir reingelegt. Oh Gott, das hat mich komplett reingelegt. Andere Seite, das ist glaube ich leichter. Sprüh, 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 laufen. Oh Gott. Oh Gott. Sprüh, laufen, laufen, laufen. Jawohl, okay, wie viel Leben haben wir verloren? Passt. Sprüh, laufen, sprüh, laufen, sprüh, laufen, sprüh. Ah, falsch gelaufen. Na, es ist teilweise es ist so gemein. Teilweise sind die Intervalle um Zehntelsekunden anders da. Das ist wirklich ziemlich gemein. So, da ist vorne, hinten, Mitte. Vorne, hinten, Mitte. Vorne, hinten geht sich nicht aus. Oh Gott, oh Gott. Okay, wir müssen uns schon langsam doch mit Rito und Muschel vielleicht heilen. Ernsthaft jetzt? Da soll jetzt rüber? What the fuck, wie soll denn das gehen? Moment, da speichere ich jetzt mal zur Sicherheit ab. Ich bin gerade beim Schauen, wie da die Intervalle sein, aber ich glaube, da bin ich einfach genatzt, oder? Da bin ich nicht genatzt. Geil, es geht sich irgendwie aus. Wie wird denn das jetzt gemacht? Okay, krass. Okay, dann Raum Nummer 4, da wollen wir jetzt schon sehen, was ist da? Geheimraum für den Simon? Ja. Wunderbar. Tja, wenn man mal einmal solche Tipps gibt mit so Geheimräumen, dann finde ich alles. Alles finde ich dann. Autsch. Und sterben, du ja bald. Irgendwie, für mich ist nicht ganz ersichtlich, was die einzelnen Schalter bringen. Man betätigt sie zwar, aber irgendwie, man sieht jetzt nicht, was sie machen. Das finde ich ein bisschen komisch. So, da unten ist eine Wache. Die könnte man eigentlich ziemlich gemütlich mit dem Ball eliminieren, hätte ich gesagt. Und friss und friss und friss.
Passt. Dann einfach mal da nach unten. Da drüben ist ein Hund. Dann wollen wir jetzt eigentlich. Okay, ich hab's verstanden. Ich glaube, die Wache da unten ist optional. Die hätten wir jetzt gar nicht besiegen müssen. Das ist eher so. Das ist wieder so ein Deppenauffangbecken einfach. Also, wenn man da die Sprungpassage nicht zusammenbringt. Und zwar darüber. Ja. Und jetzt einfach noch darüber. Ist der Mechaniker aggro? Ich hasse mich, wenn mir etwas nicht gelingt. Vor allem so was Einfaches einfach. Einfach nur springen drücken und man wäre drüben. Aber nein, das schafft der Simon nicht. So. Also, ich bin einmal im Deppenauffangbecken gelandet. Und es wird kein zweites Mal mehr passieren. Ich bin mir dessen sicher. Und spring, Twinsen! Fick dich, Twinsen. Weil er mir nicht den Anlauf genommen hat, ich verstehe es nicht. Teilweise bremst er einfach ab und macht nur den normalen Sprung. Das ist vielleicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Es ist einfach nervig. Okay, so. Wirklich vielleicht einfach am Rand. Jetzt speichere ich aber ab, weil ich dann nicht 10.000 Mal die Runde rennen will. Und jetzt aber. Mach's! Na, er bleibt stehen und dadurch geht sich nicht aus. Ja, er bleibt immer stehen, das verstehe ich gerade nicht. Na, das verstehe ich jetzt dann echt nicht. Hä, Moment. Ganz an den Rand gehen, weil er offensichtlich da mit Anlauf springt, immer da nicht. Hopp! Na, das geht sich nie und nimmer aus. Da unten ist eine Tür mit Schlüssel. Kann ja aber jetzt auch nicht wirklich was machen, oder? Na? Für mich wäre das jetzt gewesen, von da oben einfach da rüber springen, aber offensichtlich ist das nicht Nummer 2 über den Zaun da unten springen. Geht sich das aus? Hopp! Na, geht sich auch nicht aus. Und das wäre da. Das wäre meiner Meinung nach eben so eine Tür mit Schlüssel, aber na? Noch einmal da hinten umschauen und dann mal wieder woanders schauen müssen. Da bei der Rohre oben entlang. Na, kann nicht sein. Das ist irgendwas Falsches. Dann darüber. Das ist meiner Meinung nach richtig, aber ich weiß nicht. Er setzt mir da nicht zum Mördersprung an. Kann ich denn den Anlaufsprung irgendwie erzwingen? Okay, sogar für den Laufsprung ist der Weg zu kurz. Okay, die Stelle hat eine Bedeutung. Ja, passt. Okay, also da unten, das Schlüsseldingens, was ihr da gesehen habt, ist anscheinend wichtig. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Also ja, was man nur machen kann, man kann den Mechaniker hauen. Das ist zwar geschrieben worden, das haben wir davor selber auch gedacht. Boah, wie schnell würfe ich denn gerade? Ist aber die Frage, meine Idee wäre sonst dann noch gewesen, unten die Hunde attackieren im. Jawohl! Jawohl! Ja, behindert. Oh Gott. Wie kriege ich jetzt das? Was habe ich denn da? Aha. War das jetzt so gewollt? Okay, das war. Was war denn das jetzt? Das hat für mich mehr nach einem Bug ausgeschaut, als wie alles andere. Ja, meine Idee wäre ansonsten gewesen, da im vorsichtigen Modus sein und dann den Ball so rüberwerfen und die Hunde dadurch töten. Oder eben verletzen, dadurch bellen die dann lauter und dann wäre vielleicht irgendwann der Mechaniker im Kommen und hätte dann eben aufgesperrt. Putzen die sich jetzt selbst her? Na, aber eben, das wäre so meine Idee gewesen. Das wäre meine Idee Nummer 2 gewesen. Jawohl, es ist nur gebounced. Fuck. Ja gut, eigentlich kann ich rein, oder? Die Hunde sind ja komplett. Die sind ja total schwach. Eben, ja. Was verschwende ich denn da, Mana? Okay, geil. Ja, würde mich trotzdem interessieren, war das jetzt so gewollt oder war das jetzt ein. Wow, ich kann mich gerade nicht. Oh Gott! Okay, passt, bleib du da oben stehen. Na, er kommt runter. Ja, wow, was es als Schlüssel gibt. Und was sind das denn eigentlich für Erdhaufen? Geben wir die irgendwie.
Irgendwas? Oh ja! Oh ja! Haben wir jetzt mittlerweile, wir haben maximal Leben. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kleeblätter. Wir sind geil. Sehr, sehr geil.